Willkommen zurück bei Let's Play Clive Barker's Jericho und im letzten Level haben wir schon ein paar der Übersoldaten mit ihren flammenwerfenden Miniguns kennengelernt und wurden am Ende des Levels, nachdem wir das Erstgeborene ein wenig wieder gesehen haben, was uns geholfen hat, von einem Soldaten der Schweizer Garde aufgegabelt. So, ich lese nochmal kurz vor. Ambush. Black Watch was sent to seal the breach opened by Hen Lichthammer and her men. To defeat Lichthammer, they'll need the combined power of the Jericho team. In Ordnung. I think they're clean, Nige. You sure? The big man, they were setting things on fire. Don't fucking touch me. Well now, who's been making pacts with fire demons? Nasty business that. You're as mad as I am. Let them go, Nige. I think they're safe. Know our feelings, chum. I'm Major Patrick Buckland of the Black Watch, Office of Strategic Services, and this is Corporal Nigel Barnden. Apologies for the reception, but it's been a long time since we've seen new faces in here. Pat Buckland? The same Pat Buckland that served alongside Aleister Crowley in the OSS? You knew my father, Gideon Rawlings. We're with Jericho, same as you. Bloody hell. Then the breach is open again? 65 years. That all? Thank heavens we didn't have to wait as long as the last lot, eh? The last? You all might want to sit down for this. Nothing makes much sense here in the Pixies. None of the normal rules apply. Death, hunger, day, night. If you die, the flies take you, and when you return, you may look human, but you belong to the Firstborn. You know about the Firstborn, right? God creates this thing, discovers it's too bloody powerful, and decides to wipe it off the face of the Earth. But he can't kill it, so he creates the Pixies. This box, if you like. It's like a little slice of reality was carved out as a toy box, and we're the toys. It doesn't go away, mind you. It just sits, and it waits for some poor, disillusioned bastard to set it free. But this time, it grows larger, and when mankind put it away again, it takes a little piece of our world back to its prison. And of course it waits, and it grows stronger. So the next time it gets out... It takes more of our world back with it. And each time, seven poor bastards, blessed with a conjuring, are sent into the breach to strike at its heart and send it away. Until the next time, that is. What was that? Unwanted guests. We'll have to continue our story some other time. We need to get you to the breach and past Jerry's defenses. Bloody hell! All right, chaps. Stay close and follow me. In Ordnung. Und ich würde ganz einfach mal sagen, wir nehmen mal eben Delgado. Und holen uns hier mal ein paar Gegner erstmal im Feuergeist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich vertan, nämlich, das sind jetzt, wie der Name der letzten Mission auch hieß, nämlich Blackwatch, das hier sind keine Leute von der Schwarzen Garde, denn die kommen später erst. Das hier sind Leute vom Blackwatch. Und sie haben uns halt gerade erzählt, wie jetzt das Erstgeborene hier reinkam und wieso Gott es weggeschickt hat und so weiter. Dann wurden wir unterbrochen und wurden von den Viechern hier angegriffen. Wir müssen uns jetzt vorstoßen an so eine Barrikade. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, scheiße. Lordings, komm her. What? Autsch. Komm schon, Delgado. Komm schon, Rawlings. Ach, Kacke. Wie kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt geht's. In Ordnung. Ach du Kacke. Okay, Church ist geheilt.
wen nehme ich denn mal? Ich spiele wieder Black. Okay, shit. Sind es die Viecher wieder? Mal schauen, Delgado. Fuck, Mann. Gegen die Viecher, also gegen die Explosivviecher, ist jetzt Delgado eigentlich der Beste, weil er mit seiner Minigun halt hohe Feuerrate hat und deshalb auch sehr, sehr schnell diese gelben Dinger zerstören kann. Ach du Kacke, boah. Gut, dass meine Mates mich vor dem Flammenwerferkerl geschützt haben. Nein, 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 böse. Nicht da, nicht auf Black, böses Pustelnvieh. So, Checkpoint. Wir haben wieder neue Muni gekriegt, sehr schön. They built the gateway to the next level of the Pixies directly over the temple ruins. We need to get your team as close as we can. Jerry thinks he's gone and got one over on us. Little does he know that we had Private Tuck rig the whole bloody place to explode should they ever overrun us. Ready to give him a bollocking, Tuck? You know what I think? I think we're in hell. Look lively, chaps! They got Tuck! Damn! We need to trigger that detonator. Jericho, suppressing fire. Abby, think you can do anything about the detonator? There's another one! So. Und jetzt haben wir endlich die geilste Fähigkeit an Black, nämlich der Warp-Schuss. Deshalb spiele ich sie auch extremst gerne. Weil dieser Warp-Schuss erstens keine Muni verschlingt und zweitens extremst gut ist, da man halt die Kugel selber lenken kann, bis zu drei Gegner auf einmal damit treffen kann. Und das ist einfach extremst geil. Und deshalb spiele ich sie gerne, weil du halt eine Menge One-Shots machen kannst, wenn du den Kopf gut triffst, du hast einen geilen Granatwerfer und hast noch eine schöne Fähigkeit. Und das war diese Mission mit den Leuten von Blackwatch. Nochmal zur Wiederholung, Blackwatch war jetzt nicht die Schweizer Garde, sondern das waren Leute, die von einem damaligen Jericho-Team, was halt zu Zeiten von dieser Lichthammer, also aus dem Zweiten Weltkrieg war, und die waren halt Soldaten, die auch ein Jericho-Team geformt haben und dann auch in die Pyxis eingedrungen sind, um das Erstgeborene zu stoppen. Und das war halt vor 65 Jahren. Und wir reisen jetzt zurück in die Zeit, treffen diese Leute, freuen uns mit denen an und schauen, was jetzt dabei rauskommt. Gut, wir sind beim nächsten Level angelangt, Flames of Anger. Das sehen wir im nächsten Teil. Auf Wiedersehen, Leute. Haut rein!